Jetzt. So Leute, nächster Tag, neues Glück sozusagen. Vergaser komme ich gleich dazu, da habe ich mich auch zu was entschlossen. Aber ich habe jetzt zuerst einmal das Kompressörchen gangbereit gemacht, also Luftfilter hingeschraubt und Luftanschluss. Und so geil. Also wie gesagt, es ist wirklich ein Mini-Kompressor, weiß ich, viel kann man damit nicht anfangen. Aber zum Auspusten und so Sachen wird er reichen. Und hört euch das auch mal an. Geil, oder? Und der Druck steigt relativ schnell. Also da kann ich mich jetzt absolut nicht beschweren. Auch gut im Sommer. Also Luft kommt, passt, schön leise, genau richtig. Und mit dem Ding kann ich nämlich dann auch eventuell dann die Düsendinger auspusten. So, Schwimmernadelventil und die Führung habe ich jetzt komplett neu bestellt. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen ist, dass das Sieb unten schief war. Könnte sein, muss aber nicht. Dem Kollegen mache ich jetzt auch keinen Vorwurf, dass er, und ruckzuck voll ist er, dass er die alten Düsenstöcke drin gelassen hat. Ich hätte sie auch drin gelassen, die sehen einwandfrei aus. Was soll man dazu sagen? Naja, aber wenn der Sprit oben an den Bohrungen rauskommt, dann kann es bloß daran liegen, am Schwimmernadelventil. Scheißdreck-Geschichte. Vielleicht tausche ich dann noch zwei Schwimmer untereinander aus, um das auszuschließen, dass es am Schwimmer liegt. Nicht, dass da vielleicht noch die Lasche ein bisschen verbogen ist. Das wäre noch eine Möglichkeit, dass ich die Einser und Vierer tausche. Das mache ich auch. Und naja, wir werden sehen, wenn das Zeug dann kommt. Aber jetzt puste ich einmal die Bohrung ein bisschen durch. Schraubt die Düsendinger wieder rein. Ja. Und vielleicht noch die andere Seite aufmachen und mal die Membranen angucken. Schauen wir mal. Soweit sauber aus. Und jetzt schauen wir tatsächlich noch die Membranen genau an, auf der anderen Seite. Dazu aber werde ich jetzt dann die Deckel jeweils mit zwei Schrauben festschrauben, dass ich hier von der Düsengeschichte nichts kaputt mache, wenn der Vergaser andersrum hier drauf liegt. Da kommen ja dann auch neue Dichtungen mit rein. So, die Schrauben habe ich schon mal gelöst und jeweils zwei rausgeschraubt. Wie gesagt, ich möchte jetzt bloß einmal reingucken und mir die Membranen anschauen, ob ich persönlich irgendwas dran erkennen kann. Ich weiß es noch nicht. Ist jetzt auch das erste Mal, dass ich die Geschichte mit den Membranen aufmache.
die sehen eigentlich gut aus. Jetzt kommt der ganze Schieber mit. Die möchte ich jetzt einfach eigentlich nicht rausziehen. Aber die Membran sieht gut aus. Machen wir wieder dicht. Und so schaue ich jetzt bloß einmal die Membranen durch. Mehr mache ich da jetzt nicht auf der Seite. Außer vielleicht beim ersten Zylinder, weil der mich so geärgert hat. Die Membran sieht auch einwandfrei aus. Gleich wieder zu. Also ich schraube natürlich nachher dann alle vier Schrauben gleich wieder neu fertig und ziehe es dann fest an. Sieht man eigentlich noch, wo ich schraube? Ja. Und auch hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Bloß wie gesagt, beim ersten nehme ich jetzt gleich die Membrane komplett raus. Weil hier der erste mein Sorgenkind war. Aber auch da ist definitiv nichts zu erkennen, dass irgendwas scheiße wäre. Kein Dreck, nichts. Die muss überall sauber drin liegen wieder. Deswegen habe ich ja die anderen auch gar nicht weiter rausgenommen. Also auf der Seite sieht es eigentlich gut aus. Dann verschraube ich das jetzt fertig und dann sehen wir uns wieder. So Leute, im Moment bin ich die Leerlauf-Gemischeinstellschrauben noch am Grundeinstellung bringen. Und zwar 3 Umdrehungen. Ich zähle immer in halben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal eine halbe ergibt 3 ganze. Ich habe mir ganz leichte feine Kratzerle gemacht, wo man dann den Schraubenkopf eben die Nut sehen kann, dass das auch ganz exakt ist. Ja, dann wäre ich mit der Seite jetzt eigentlich wieder fertig. So, dann drehen wir ihn wieder um.
schauen, was das, der Schraubstock wieder so weit passt, dass sie hier lose drin hängen. Tja, beim letzten Mal hat es ganz gut geklappt. Komisch. Das ist ja komisch. Sowas. Dass sie ganz leicht anliegen. Tja. Freunde, dann heißt es abwarten, bis ich die Dinger und die passenden Nadeln dazu bekomme. Also ich hätte die auch normalerweise wieder eingebaut, wenn ich jetzt nicht die Probleme gehabt hätte. Ja, ist schon alles ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Keine Ahnung. Keine Ahnung und davon jede Menge. Man sieht so auch nichts. Ja, also ich hätte es auch definitiv wieder eingebaut. Naja, jetzt muss ich warten, bis ich das Zeug kriege. Dann schraube ich die Deckel schnell wieder runter, mache das neu. Und ja, dann sehen wir weiter. Hilft ja nichts. Bis zur nächsten Videorunde, würde ich mal sagen.